Hallo Menschen, ich möchte heute über Zilo von Yu Kaui sprechen. Das ist mal wieder der erste Teil einer Trilogie, den es auch schon recht lange gibt, weswegen viele von euch vielleicht schon wissen, um was es geht. Ich möchte es aber trotzdem nochmal kurz zusammenfassen. Wir befinden uns hier in einer Welt, wo der kleine letzte Rest der Menschheit in einem unterirdischen Silo lebt, da die Erdoberfläche toxisch ist. Es wird im ersten Teil noch nicht genau erklärt, was da passiert ist, warum das giftig geworden ist, aber das Leben an der Erdoberfläche ist auf jeden Fall nicht mehr möglich. Es gibt so mehrere Andeutungen, dass es vielleicht früher mal den Plan gab, zurück an die Erdoberfläche zu gehen. Das liegt aber schon so viele Jahrhunderte inzwischen zurück und viele Daten sind auch gelöscht worden, sodass dieser Gedanke eigentlich im Alltag der Menschen überhaupt keine Rolle mehr spielt. Man hat sich halt komplett in diesem Silo arrangiert. Es gibt verschiedene Stockwerke, die auch ganz spezielle Aufgaben übernehmen, also auch so eine Art Kastensystem mit einer gewissen Elite, die das Ganze leitet. Und insofern ist zwar das Setting postapokalyptisch, aber die Gesellschaft, die sich daraus entwickelt hat, passt durchaus auch in den Genrebegriff Dystopie. Der einzige Kontakt, den die Menschheit noch zur Erdoberfläche hat, ist durch gewisse Sensoren und Kameras, die eben so oben auf dem Silo angebracht sind. Und die Kameras zeigen eigentlich immer das Gleiche, das ist eine Art Hügel und in der Ferne sieht man eine zerfallende Stadt. Und auch ein paar Tote von den letzten Reinigungen. Die Reinigung ist eine Art Strafe für entweder gewisse Verbrechen oder solche Aussagen wie ich möchte raus, ich will das Silo verlassen, was prinzipiell als das höchste Verbrechen gilt, sich eben von diesem Silo abzuwenden. Und sie werden dann eben mit einem Schutzanzug nach draußen geschickt, der aber grundsätzlich nur so lange hält, bis sie eben die Reinigung durchgeführt haben. Das heißt, also die Kameras putzen, damit man wieder etwas sieht, weil das halt der einzige Kontakt zur Außenwelt ist. Und dann schaffen sie halt manchmal noch so ein paar Schritte, aber dann sterben grundsätzlich alle. Und interessant ist unter anderem, dass bisher keiner sich weigerte, diese Reinigung durchzuführen. Selbst diejenigen, die vorher geflucht und geschworen haben sie, dass sie das nicht tun werden, also so nach dem Motto, ihr verurteilt mich ja gerade zum Tode, ich werde bestimmt nicht eure Kameras reinigen, selbst die haben es getan und es stellt sich unter anderem die Frage, warum denn? Und selbst auf dem Buchrücken werden dann schon gewisse Zweifel so formuliert, ist das denn alles so wahr? Also das ist jetzt auch kein Spoiler, das ist die Grundprämisse des ganzen Buches, die fragt, ist die Erdoberfläche wirklich toxisch? Sind die Bilder, die man sieht, wahr? Und wird hier nicht vielleicht der Großteil der Menschheit irgendwie manipuliert? Und das ist die Grundidee des Ganzen. Daraus entwickelt sich dann unsere Geschichte mit verschiedenen Protagonisten, die dann auch mal wechseln. Und was ich daran so angenehm finde, ist, dass selbst wenn es mal so eine Art Twist gibt und man denkt, oh, derjenige hat es jetzt durchschaut, dann kommt eigentlich kurz darauf schon wieder ein anderer Twist. Und man kann sich nie so ganz sicher sein, was nun Sache ist. Und insofern muss ich zugeben, dass das Geheimnis dahinter, so diese Spannung aufrechterhalten, wirklich, wirklich gut funktioniert. Das Schöne ist auch, dass man nicht mit allem bis zum Ende rätseln muss. Also das Ganze ist halt so 530 Seiten lang, das heißt, man bleibt schon eine Weile im Unklaren, aber spätestens so ab der Hälfte erlangt man erste Erkenntnisse und ist zumindest erstmal so ein bisschen befriedigt, dass man sagt, ah, okay, so ist das und das und jetzt verstehe ich das, selbst wenn noch vieles nicht klar wird. Aber es funktioniert sehr gut, dass er uns immer so ein paar Häppchen gibt, die uns halt befriedigen und man trotzdem noch am Ball bleibt, weil man das große Ganze einfach noch nicht versteht. Es gibt so ein, zwei Entwicklungen in dieser Gesellschaft, die ich etwas fragwürdig fand, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wohl logisch ist, dass sich das so entwickelt hat, aber es wurde andererseits auch nie komplett unglaubwürdig. Also ich mir sagte, oh, das könnte ja nie passieren, das kam auch nicht vor. Ganz im Gegenteil, ich fand es zum Beispiel wunderschön, wie die Protagonisten manchmal auf Dinge reagiert haben, wie wir sie zum Beispiel noch kannten. Ein Beispiel, es gibt ganz, ganz wenig Papier und wenn, dann ist es eigentlich nur so recyceltes, ja, so Löschpapier, so ungefähr. Und jemand findet dann mal, oder also eigentlich wird ihm ein dickes, gebundenes, hochwertiges Buch gegeben, in dem ein Foto abgedruckt ist und derjenige kann es gar nicht glauben und versteht es nicht, wie das funktioniert kann. Also sein erster Gedanke ist, Mensch, das ist ja so klar oder sogar noch klarer als auf einem Bildschirm wird dieses Buch mit Batterien betrieben, weil er kann sich das einfach nicht vorstellen, wie eine Technologie da sein sollte, die etwas so klar drucken kann. Und das gefiel mir sehr, sehr gut. Genauso, es gibt so ein paar alte Kinderbücher und so Tiere wie Elefanten, das kann sich halt niemand mehr vorstellen. Das ist für die so ungefähr wie ein Fabelwesen. Es gibt zum Beispiel in dem Silo, glaube ich, Ratten und sie züchten vielleicht auch, also es gibt wohl Wurst und so, also Schweine vielleicht, aber
ein Elefant, ein Wal und so, das ist halt einfach zu abstrus, um sich das innerhalb dieser engen Silomauern vorstellen zu können. Und diese Reaktionen waren wirklich sehr, sehr gut und glaubwürdig. Genauso gefiel es mir auch, wie die Charaktere eingeführt werden. Das ist meistens erstmal so richtig in medias res, es passiert gerade irgendwas, man wird reingeworfen in die Aktion und erst später erfährt man dann so die Hintergründe und die Absichten der Personen. Also mir sind eigentlich auch alle recht glaubwürdig vorgekommen, auch mit der Zeit ans Herz gewachsen. Vielleicht der Mensch, der sich dann so ein bisschen als Gegenspieler herauskristallisiert, von dem hätte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren, da wir nie aus seiner Sicht ein Kapitel lesen, sondern immer nur andere, die mit ihm interagieren. Aber er erschien mir jetzt auch nicht unglaubwürdig. Also ich habe nicht gesagt, warum macht er das denn, sondern das war eigentlich alles so im Rahmen der Persönlichkeiten und gefiel mir deswegen sehr, sehr gut. Die allgemeine Stimmung ist schon relativ bedrückend. Das heißt, auch selbst wenn es gerade keine aktuelle Gefahr oder so gibt, dann wird es trotzdem eigentlich nie besonders fröhlich. Also die Menschen sind jetzt auch nicht todunglücklich, aber es hat halt einfach, es entwickelt sich nie eine ausgelassene Stimmung deswegen irgendwie. Die Sprache, muss ich sagen, ist recht unspektakulär. Also es gibt keine einzige Stelle, die ich mir jetzt irgendwie angestrichen habe, weil sie gut formuliert war. Und auch nur so zwei, wo ich mir sagte, okay, da steckt so eine kleine Weisheit über die Menschheit vielleicht drin, aber nicht so besonders viel. An einer Stelle, die habe ich mir sogar angestrichen, weil ich sie ein bisschen albern fand, oder die Formulierung, ich möchte euch kurz vorlesen. Am Drehkreuz vor ihr blinkte die rote Lampe, als würde sie die Geheimnisse dieses Stockwerks kennen, sie aber für sich behalten wollen. Nee, so blinkte keine Lampe. Und das denkt doch auch niemand, wenn er eine Lampe blinken sieht, oder? Na du Schlawiner, versteckst du wieder die Geheimnisse dieses Stockwerkes vor mir? Also das ist doch keine Empfindung, die man hat, wenn man eine Lampe blinken sieht. Also sowas kam manchmal vor, wenige Dialoge fand ich auch ein bisschen plump, aber wie gesagt, die Charaktere sind mir deswegen trotzdem glaubwürdig erschienen. Also es war halt jetzt kein Buch für jemanden, der irgendwie sehr, sehr sprachverliebt ist. Und, das muss ich am Ende noch erwähnen, verglichen zu anderen Dystopien oder auch Postapokalypsen, die ich bisher gelesen habe, war es etwas oberflächlicher. Also man merkt schon, dass das Augenmerk hier eher auf die Spannung gelegt wird. Das soll jetzt nicht heißen, dass man als Leser nicht trotzdem so den Schritt weitergehen kann und sich selber Gedanken vielleicht über die Menschheit machen kann oder über Gesellschaftssysteme, aber es war viel, viel weniger gesellschaftskritisch als die anderen Dystopien und auch weniger tiefgehend, würde ich sagen. Ne? Natürlich kann es auch zum Nachdenken anregen, aber das war, glaube ich, nicht so ganz das Hauptziel des Buches. Man merkt halt auch ganz oft, dass so gewisse Topoi eher so aus dem Actionfilm übernommen werden. So ähnlich wie halt in Filmen immer so in der allerletzten Sekunde die Bombe entschärft wird, so passiert das hier auch immer wieder. Also man wird manchmal so von einer Actionszene zur nächsten gejagt und es gibt einen Moment, wo jemand etwas reparieren will und statt dass es halt einfach mal gut geht, nee, da muss halt in letzter Sekunde noch irgendwie ein Hindernis sich plötzlich ergeben und dann nochmal Spannung aufkommen, bevor das halt dann doch funktionieren kann oder so. Das kommt immer mal wieder vor und ich muss zugeben, ich hätte darauf verzichten können. Also mir wäre es dann doch lieber gewesen, wenn vielleicht noch ein bisschen mehr zur Gesellschaft, zu den Menschen dort beschrieben worden wäre, als dass man jetzt irgendwie immer so noch was Spannendes hingeklatscht bekommt, was dann manchmal vielleicht ein bisschen auch plump wirkte, dass, als ob der Autor das Gefühl hätte, dass man sonst nicht am Ball bleibt, wenn jetzt nicht mal wieder was passiert. Ja. Trotz dieser Kritik bewegt sich Silo für mich auf jeden Fall so im oberen Bereich und ich habe Lust weiterzulesen. Die zwei Teile, die Folgen, sind bisher nur im Hardcover erschienen, aber es war auf jeden Fall interessant genug, dass ich weitermachen werde. Wie immer bin ich daran interessiert, falls es jemand schon von euch gelesen hat, was ihr dazu sagt. Ich würde sagen, es ist vielleicht empfehlenswert für diejenigen, die ganzen Klassiker schon kennen und einfach mal schauen wollen, was aktuelle Autoren so zu dem Thema zu sagen haben, oder umgedreht für Leute, obwohl ich auch da, ich sag trotzdem immer die Klassiker empfehlen würde. Aber wenn ihr sagt, ich komme mit alten Büchern einfach nicht zurecht und ich mag actiongeladene Plots, dann ist das vielleicht ein ganz guter Einstieg in das Genre. Weil es sind natürlich schon die Ideen, die man halt bei den anderen auch findet, dabei, wird aber halt ein bisschen actionreicher verpackt. Also es ist nicht mein Liebling im Genre geworden, aber gut genug, dass ich weitermachen möchte. Und das war, glaube ich, auch schon alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich über jeden Kommentar, den ihr mir da lassen könnt und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis bald!